Ja, kannst du. Hallo Freunde! Ich habe mein Puschel verloren für mein Mikrofon. Also rauscht das vielleicht ein bisschen. Ja, wir sind unterwegs. Und zwar machen wir Questen gerade. Die Tutorial-Questen. Und jetzt suchen wir diesen Trader, also den Händler, den wir schon mal gefunden haben, wo ich gesagt habe, die müssen mir gefallen, die können noch mal, weißt du? Und dann. Eigentlich witzig, ne? Wir haben schon so durchgeschlagen Ja. und machen jetzt erst die ganz kleinen Questen. Wir haben es, also ich habe es ehrlich gesagt vorher nicht so ganz verstanden, Ich auch ne? nicht. Mit dem Holzrahmen, da sind wir Ja. hängen geblieben, ne? Ja. Oh, Alter, was ist das für ein geiles, langes Gehäuse hier? Wollen wir holen? Ja, natürlich. Das ist auch so eine Bauernscheune. Nehmen wir mit, das ist jetzt unsere Scheune. Ha? Das ist unsere Scheune jetzt. Solange da nicht wieder so wie bei der Tittenfalle. Super. Wir bleiben ein bisschen zusammen. Wir gehen hier nicht alle einzeln durch die Gegend, okay? Ja. Und du hast die meisten Sachen, glaube ich. Du kannst jetzt also mehr Platz frei. Oh, diese scheiß Dinger. Ich werfe mir jetzt in den Haben wir hier einen Schraubendreher? Ja, meiner ist noch genauso gut. Okay. Aber du bräuchtest auch einen, oder? Ja, ich habe mal zu Hause. Hier geht's hoch. Ah. Was? Moment, was? Was? Nägel kann ich selber produzieren, dafür brauche ich nicht hier irgendwie rumzustreunern. Ich sehe hier nichts gerade, ey. Dachboden der Unnutz. Wow, was für ein Fernseher, Mann. Lampen sind geil, ne? Zu Hause. Ja. Cowboy-Hut. Kann ich verwerten, aber es wird eh nur Stoff draus. Stofffetzen. Ja, ich habe gerade auch mal. Oh, guck mal, ein Bild hier. Amen. Ich habe ein bisschen Ersatzkleidung behalten, den Rest habe ich weggeschmissen. Ja. Weil es einfach so zu viel wird. Oh, Mantel. Ja, überleg dir. Schwarzer. Sch Oh, deine Stiefel, das ist sehr gut. ja, die nehme ich mit. Die tausche ich auch aus gegen meine. Halt die Fresse, du scheiß Handy, Alter. Was hast du eigentlich für Stiefel an? Braune Lederstiefel. Darf ich die haben? Ja, klar. Warte, bist du bei mir? Warte. Ja. Ich glaube, deine sind nämlich besser als meine. Ich weiß nicht, was ich mit Altkunststoff machen soll. Bücherregal. Was haben wir da? Ah, Bauplan okay. Eisenschienen. Das nehme ich mal mit. Lies das mir direkt durch. Eisenbeinschienen. Jo, das ist natürlich interessant. Mega interessant, das kann helfen. Oh, Bauplan, Lederhandschuhe Hatte ich schon gelesen. und Scharfschützengewehr, das brauche ich für mich. Oh ja, lest das. Das ist gut. Ja, Beides. oh ja, lest das!
Du kannst beides lesen. Ja, ich hab ja schon Lederhandschuhe. Aber kann ich nochmal nehmen. Oder hast du schon Lederhandschuhe? Ja, hab ich auch. Okay. Ich muss schon einen Schluck trinken, meine lieben Freunde. Mach das, mach das. Oh, oh, wir Besuch. Ja. Nun ist vorbei mit der Vergnüglichkeit, liebe Inka. Nun hör auf, dich zu vergnügen. Sorry. Wir müssen hart zu werden. Schmeck. Er ist tot, Jim. So. Oh, für den Magnum hier. Kannst du mal was mitnehmen für die Magnum? Ja, wo bist du? Da ist eine Leiche. Bei mir hier. Der hat Magnum-Sachen. Wir brauchen Sachen für sowas. Badezimmer. Ich sehe dich gerade gar nicht. Ach da. Schiene. Ja, den Mantel. Brauchst du den Mantel, ne? Nö. Ich glaube, meiner ist tatsächlich auch besser als der. Naja, ja gut. AK. Also mach. Ja, nimm mal mit. Ne, guck mal, ich mach das jetzt so. Das hier ist ja meine eigentliche Hauptjacke. Ja. Und die beiden roten Teile nehme ich mir als Satzsachen mit, ja, weißt du? Was ist da? Ach, das Bild. Garage. Jetzt habe ich auch nur noch 3 Plätze frei, ne? Ja, macht nix. Wir wollen ja eigentlich nur zum Trader. Das war eigentlich unsere eigene Aufgabe hier, weil das war dieses Haus ist nur ein Bonus. So, ich glaube, wir haben tatsächlich alles gecheckt hierbei. Ja, warte. So. Was ist das denn? Was hab ich da denn? Das war ziemlich groß, aber das Haus, ne? Ja. Mega, oder? Ja. Hat sich super gelohnt. Ich feiere dieses Haus. Juhu! Naja, nicht so. Juhu! Ja. So, warte. Oh, warte mal. Wir müssen weiter nach Südost runter. Ah, der Penner macht gleich zu in der Nacht, ne? Der was? Der Wichser macht doch zu in der Nacht. Echt? Ja, ich glaube ja. Graben wir uns durch. Ja, bleiben wir ein bisschen in der Umgebung. Ja, aber graben wir uns da rein. Bauen wir da eben mal alles auseinander, damit wir reinschlüpfen können. Nö, das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht zerstören. Ich würde einfach in der Umgebung ein bisschen looten gehen und so. Und dann müssen wir nachher nach Hause uns wieder leer machen, weil ich bin schon so gut wie voll. Ja. Und ich möchte, und das möchte ich an deiner Stelle auch machen, ab und zu mal, wenn du gute Kleidung findest, also wirklich nur gute Kleidung, ja, die in deine Kiste packen als Ersatzkleidung. Ja, okay. Falls man doch mal stirbt, oder falls die Kleidung kaputt geht oder sowas, ja, weißt du? Habe ich auch. Ich habe mir jetzt ein gutes rotes Hemd, ja, und ein gutes, eine gute Jacke mitgenommen. Ja. Huch, hallo. Warte mal eben. Süden, wir müssen jetzt nach Süden gehen. So als Ersatzkleidung einfach, ja, weißt du? Weil wenn mal was kaputt geht oder so. Ja. Würde ich an deiner Stelle auch machen. Ich muss nachher, also ich muss da auch mal dran denken, wenn wir jetzt nochmal auf Wanderschaft gehen und so, ja, dass ich mir auch mal eine Schusswaffe mitnehme. Ja, ich habe 2 mit direkt. Du hast jetzt ja Maschinengewehr, ne? Ja, und was noch? Ja, Scharfschützengewehr. Was ja, war das? Mal hier ein ganz normaler Zombie. Okay. Ich bin gerade ein bisschen zu langsam.
Zacken weiter Südwesten. Scheiße, er macht zu. Lass mal gucken. Ja, wir sind da. Kommen wir nicht mehr rein? Nein, ich glaube nicht, warte mal. Wir gucken mal. Wo ist der Haupteingang? Wo Open steht normalerweise. Da. Macht er nicht mehr auf, wa? Auf die scheiß Tür. Was? Können wir jetzt rein oder nicht? Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hä? Was? Wir sind davon weggespawnt worden. Ja, ja, irgendwie ja. Hey, was? Der ist weg? Hä? Nee, wir sind weg, warte mal. Warum? Ich glaube, das hat er gemacht, weil ich versucht habe, da durchzuhacken. Oh, warte mal. Oh. Auf hier. Das mag er so gar nicht. Aber kann da nicht durchhalten. Pass auf, hier ist ein Zombie in der Nähe. Nee, können wir nicht. Aber wir kommen momentan auch nicht rein, ne? Nee. Ja. Ey, ich bin schon wieder weg. Nee, bringt ja nichts, dann lass es einfach macht hier. Das Licht denn an von dir? Wie macht man Taschenlampenlicht an? Weiß ich nicht. Aber es bringt nichts. Wenn du zu nah rangehst, wärst du weggespawnt. Ist mir gerade auch schon passiert. Ja, was jetzt? Ganze Nacht. Ja gut, die Nacht ist ziemlich kurz hier, ne? Wird irgendwie. Lass uns hier irgendwie zusammentreffen und hier irgendwo rumplündern erstmal. Bringt ja nichts. Ja. Ganz schön genial eigentlich, ne? Dass er uns wegschickt. Ja, ja. Hier nicht rein. Du kommst hier rein. Warum eigentlich? Echt, hab ich? Aua! Oh, dein Dings ist fast leer. Was? Dein Dualschock. Ding ist fast leer. Die Scheiße, ich verliere gerade Blut. Läuft, ne? Mit der Maschinenpistole. Oh, die lebt aber noch. Noch Medikamente? Ja. Okay. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo du bist. Ich komme gerade zu dir. Laut Pfeil. Laut Pfeil? Da, hallo. Ist ziemlich dunkel, ne? Ja. Versuche erstmal hier drauf zu bleiben. Bis er aufmacht. Aha. Das sind noch 5 Stunden. Oder wollen wir erst nach Hause? Das ist ja, dann Schluss machen wir heute das. Ja gut, dann machen wir es ja. Können ja morgen wieder hierher wandern. Ja, das stimmt, das ist recht. Wir müssen jetzt darauf achten, wissen wir jetzt, dass er die Zeit, dass er die wirklich zumacht, ja, ja. Ne? Ja, fiel mir auch gerade ein, wo wir davor, kurz bevor wir da angekommen. Oh, das ist ein tiefes Loch, Alter. Oh, Alter. Da wird beinahe reingeknallt. Nein, hier ist auch noch eins. Müssen wir dann einfach beachten, ja, dass wir morgens loslaufen, damit wir die Zeit nicht verpassen. Ja. Ey, aber irgendwie witzig, aber auch ein Arschloch, ne? Dass er dann einfach uns wegspawnt da. Ja, ja. Ja gut, normalerweise wäre das ja die einfachste und simpleste Erklärung, ja, daneben halt den Laden aufzumachen, ne? Ja, aber geil.
Also müssen wir jetzt nachholen, aber ich finde es irgendwie auch witzig, ich feiere das gerade ein bisschen, dass wir uns so lange durchgekämpft haben, ja, ohne irgendwelche Tutorials durchzumachen. Ja. Weil man kriegt ja immer auch ein bisschen was geholfen und gelehrt dann, ne? Da hast du tatsächlich recht, mein lieber Inka. Aber? Aber? Wir sind schon voll die Kämpfer hier. Aber ich sag dir das sowas von, ne? Sowas von mit ich. Wahnsinn, Regennacht und mir ist warm. Ja, krass, mir, ne? Mir ist heiß. So heiß. Mir ist heiß. Ist ein Haus, gruseligerweise. Keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen, gerade mit dem Haus, weil es so verdammt dunkel ist. Oh. Ich bin da gerade gegengelaufen. Wasser. Nach Norden. Warum nach Norden? Damit wir ums Meer rumkommen. Achso. Bist du in der Wüste? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Es ist so dunkel hier. Eigentlich bin ich eben meinem Zuhause gefolgt. Aber du bist voll weit weg von mir. Ja, ich bin im See. Nein, ich bin nicht im See. Was? Ja, ich richtig. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Eine Abenteuertour. Komm mit. Komm ja, mit aber mir wirklich. Ins Abenteuerland. Weil man hier überhaupt nichts sehen kann. Man, dass die Orientierung ist so schwer, ja, gerade. Der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland. Du bist noch am Arsch der Welt, Mann. Ich krieg mich gar nicht mehr ein von Lachen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ja, ja, du guck mal ab und an mal auf die Karte. Das sollte ab und an mal helfen. Ja, mach ich doch, aber guck mal. Ja, mach doch mal mit. Ja, dann musst du nach Norden, hab ich doch gesagt. Norden. Geh nach Norden. Immer noch nach Norden. Ich wäre jetzt anders rumgelaufen, ne? Ja, natürlich, weißt du das. Ach Mann, ey. Du bist am See vorbei, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Nord und halt Nord-Nordwest. Inka. Ja. Soll ich was sagen? Ich bin auch schon in der Wüste. Unsere Wüste. Ja, du kommst aber langsam, tatsächlich. Ja.
Langsam aber sicher. Und bei uns der nächste ist ein Airdrop, ne? Ja. Ich muss mich ausziehen, mir ist hier gerade zu warm. Ach was? Im Regen. Ja, ja. Überhitzt. Im Regen. Ach, scheiße. Ja, wir haben gute Kleidung, ne? Ja. Warum kann ich eigentlich keine... Ach so. Oh ja, warum hält sie jetzt so fest? Es ist so verdammt dunkel, wie in einem Furunkel, in einer Popo-Geburt. Muss nur kurz ein bisschen laufen, also mal gehen. Sie wird es sehen, sie wird es sehen. Denka wird ganz normal gehen. Sie wird es sehen, sie wird es sehen. Denka wird ganz normal gehen. Ich war schon Wochenende, Alter. Ja, wieso? Ja, ist so. Wochenende ist cool und so. Ich komm. Bin gleich bei dir. Keine Drohung. Au. Ah, die Eka kommt und es kommt Licht herein. Baby! Juhu! Also Airdrop, wollen wir dir noch holen? Ja, hab ich doch gesagt, aber ich bin voll mit meinen Klamotten. Ja, ich hab noch ein bisschen Platz. Okay. Ein Airdrop, ein Airdrop! Eine Insel, da ist eine Insel. Wo denn? Wo denn? Ah, jetzt ja! Eine Insel! Ah, jetzt ja! Eine Insel! Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit vier Tunnels und vier Gleisen und den Eisenbahnverkehr. Ringsherum ist schöner. Nee, keine Ahnung, ich hab total. Ringsherum ist schöner Strand. Jeder soll mal einmal reisen in das schöne Lummerland.
Als Kind habe ich die Augsburger Puppenkiste geliebt, ne? Also mit, also mit Jim Knopf. Ja. Ja, mit Jim Knopf. Den Rest fand ich gruselig. Und Omel aus dem Eis habe ich noch gerne geguckt. Aber den Rest fand ich richtig gruselig, Alter. Da habe ich richtig Angst vor gehabt, richtig Albträume auch vor gehabt. Aber so Jim Knopf fand ich mega, Alter. Mhm. Jim Knopf war cool. Jim Knopf hatte ich auch alles auf Videokassette. Echt, die richtige Augsburger Puppenkiste, nicht die Zeichentrick? Nee, die richtige Augsburger. Ja, sehr geil. Das ist viel, viel wert, Alter, wirklich. Und würde ich auch jetzt tatsächlich noch kaufen, weil ich finde, Augsburger Puppenkiste fand ich immer richtig, richtig gut. Die habe ich von meinem Onkel, von meinem Patenonkel, habe ich die alle nach und nach geschenkt bekommen. Ja. Und das war die richtige, hier, Augsburger Puppenkiste, die Geschichte auf Videokassette, ne? Ja, mega geil. Meine Lieblingsfolgen waren die im Drachenland, ne? Wo Emma sich da als Drachen verkleidet hat, ey. Und wo die dann ankommt, wer bist denn du denn? Put! Ja. Ja, das habe ich gern geguckt und ich mochte halt auch gerne Urmel aus dem Eis. Aber das waren auch die einzigsten Sachen, die ich geguckt habe von Augsburger Puppenkiste. Was ist das? Na, du bist du, hab ich schon dreimal gesehen. Ich bin nur einmal in Augsburg vorbeigefahren, sonst war ich noch nie drinnen, also noch nie drinnen in Augsburg Stadt. So. Ja, dann kommen wir nach Hause. Ich fand das auch schon damals immer gruselig. Ich bin auch gar kein Fan von diesen Marionetten, weißt du? Ja. Wie gesagt, Augsburger Puppenkiste, also mit Jim Knopf ist da total die Ausnahme. Aber wenn ich damals hier Talkshow gewesen bin. Diese Puppen, weißt du, wenn du mit dem Zug durch ein Puppendorf gefahren bist, Alter. Oh ja. Ich hab das Schein gekriegt. Oh, die waren so richtig gruselig. Ja, ich hab richtig Angst gehabt. Oder eben, in Lübeck, ein Puppenmuseum. Da. Ja, da war ich noch nie. Na, Alter, das darfst du nicht machen. Das ist super gruselig, ey. Ich hab Angst. Ich hatte von, seit Kindheitstagen, dann hab ich Angst vor diesen verdammten hier Puppen. Marionetten, Bauchrednerpuppen und Clowns. Die finde ich super gruselig. Clowns sind auch gruselig. Und Mari hier Bauchrednerpuppen sowieso. Ja. So, ich denke mal. Nö, nicht mehr zusammenpacken, Eka. Wir machen jetzt Schluss. Ah ja, okay. Aber das muss ich ja morgen. Muss hier können wir Blumen hinstellen, Alter. Wie wird das aussehen? Warte, ich habe Deko-Blumen hier oben drauf. Warte, ich habe Blume. Eine Blume habe ich. Ja, sehr geil. Kannst du hier oben draufstellen? Das sieht doch aber geil aus. Ist auch noch gut genutzt. Ups. Ja, geil, perfekt. Da holen wir noch mehr Dinge davon und dann machen wir da hier einen botanischen Garten draus, okay? Okay. Okay. Die können wir auch selber herstellen, ne? Oh. Ja, weiß ich. Aber ich finde, so als kleine Eroberung, als Mitbringsel von einer Plünderungstour. Ja, wir haben auch schon ein paar Blübchen. Was? Im Schlafzimmer. Ach, stopp, ich hab noch ein Bild. Warte mal. Ein Bild. Das will ich noch aufhängen. So, das muss hier ins Schlafzimmer rein. Meine neuen Waffenkisten. Oh. Ja. Warte echt mal. Jetzt? Vielleicht ist es nicht da hin. Doch, mit R3, mit hier. Ah, sag mal, R2. Muss dann rumdrücken, bis es dann passt, tatsächlich. Hm. Jetzt. Oh. Yay, sehr nice. Naja, dreimal dasselbe Bild, aber okay. Hauptsache, der Verzug war da ja da, ne? Ja, aber macht ja, nichts. Wir können jetzt schlafen gehen. Ja, wir müssen mal, wenn wir Autos auseinandernehmen, dann müssen wir gucken, dass wir uns mal am nächsten Tag morgen mal irgendwas so ein Bett herstellen. Damit aber ich fand das hier gerade gemütlich zwischen den beiden Fackeln. Ja, die Fackeln sind gemütlich. Hast du wann hast du das denn gemacht? Und das Bett, ah, ja, das ist gut. Das Bild dazwischen, weißt du? So. Ja, Freunde. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ich schau. Bis später, kleiner Peter. Ich bin raus, du süßer Klaus.